Bis 2011 musste man sich, alter Schwede, 2011, das ist 11 Jahre her. So viel zum Thema, Deutschland ist ja so krass fortschrittlich. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Aljoscha und so heißt auch der Kanal. Ich habe ein warmes, wahrscheinlich schon ein bisschen kaltes, warmes Getränk, sollte eigentlich sein, und zwar Kaffee mir bereitgestellt. Weil es noch morgens ist bei mir, nämlich 9.58 Uhr und ich muss gleich nach Berlin. Ich will auf jeden Fall auf ein Video reagieren. Als ich das gesehen habe, war ich so, hat er das wirklich gemacht? Wie cool ist das denn? Und zwar sehr positiv. Und zwar ZDF Magazin Royal, wer in Deutschland gegen Transmenschen hetzt. Ich gehe mal davon aus, dass einige von euch das Video schon gesehen haben. Trotzdem habe ich mir gedacht, vielleicht hat es ja noch einen kleinen Mehrwert. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Sachen ergänzen, ein paar Sachen kritisieren, ein paar Sachen loben. Wir können zusammen Spaß haben bei diesem Video. Deswegen das Heißgetränk, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, ne? Nehmt euch bitte auch ein Getränk eurer Wahl. Macht es euch gemütlich. Wo auch immer ihr seid, lehnt euch zurück. Außer ihr steht gerade, dann fallt ihr nämlich hin. Macht es euch auf jeden Fall bequem. Suppe, essen, trinken, ihr müsst es natürlich auch nicht, aber ich wünsche mir allen Menschen, die auf YouTube unterwegs sind, generell, dass ihr euch wohlfühlt. Es ist einfach so eine Welt, in der man ganz oft so denkt, Alter, scheiße einfach. Was ist mit dieser Scheißwelt einfach los? Und es muss nicht sein, und dass man das auch noch bei YouTube die ganze Zeit hat und sich aufregt und sauer ist. Und deswegen sollte das bei mir nicht sein, hoffe ich. Ja, Wasser habe ich auch noch da. Weil ich spüle immer gerne meinen Kaffee mit Wasser runter. Falls irgendjemand sich gefragt hat, was bestimmt sehr viele getan haben. So, ich würde sagen, okay, let's go. Okay, let's go. Mal kurz was Privates. Ich lese in letzter Zeit so wahnsinnig viel über Transmenschen. Jeden Tag irgendwie neue Artikel in der Zeitung oder online über Transmenschen. Komischerweise immer alles geschrieben von Menschen, die nicht trans sind. Weird. Bevor ihr jetzt weiterredet, ist das natürlich etwas, was mir auch schon aufgefallen ist. Es gibt extrem viele Artikel darüber, über diesen Trend, ob es jetzt von Alice Schwarzer, der Welt ist, irgendwelchen AfD-PolitikerInnen oder sowas. Und das ist natürlich extrem problematisch und typisch. Das ist natürlich auch sehr viel Kalkül dahinter. Ich möchte trotzdem einmal kurz das Phänomen dahinter erklären. Es hat natürlich nicht damit zu tun, dass Transsein ansteckend ist, genauso wie Queersein nicht ansteckend ist. Es hat einfach damit zu tun, dass wir mehr Sichtbarkeit bekommen. Und das passt sehr vielen Menschen nicht in den Kram, weil sie sich auf einmal mit Sachen auseinandersetzen müssen, die ihre Machtposition potenziell bedrohen. Sachen, die sie vorher noch nie gehört haben. Immer wieder neue Sachen kommen dazu. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass wir, hey, wir nehmen endlich mal ein bisschen Raum in der Gesellschaft ein. Wir können Menschen erzählen, und mit wir meine ich natürlich jetzt erstmal queere Menschen. Auch Transmenschen können natürlich immer mehr darüber sprechen, und viele Menschen können sich vielleicht auch jetzt erst outen oder haben überhaupt das Gefühl, sich outen zu können. Ganz, ganz viele Menschen haben sich mit Sicherheit gar nicht geoutet. Gibt ja einen Grund, warum die Rate an psychischen Erkrankungen, Depressionen unter queeren und besonders Transmenschen so enorm hoch ist. Es gibt natürlich viele Menschen, die sich nicht als trans outen können, und wenn sie es tun, dann erfahren sie enorm hohe Raten an Diskriminierung. Interessanterweise tun viele Menschen immer so, als ob ihnen das Wohl ihrer Kinder so sehr am Herzen liegt. Aber ich glaube, viele Menschen wollen ihre Transfeindlichkeit einfach ein bisschen netter verpacken. Ja, jetzt geht's mal weiter hier. Gender-Debatte. Wie viel trans darf die Maus? Transgender im Sport. Wann ist eine Frau eine Frau? Transgender-Model Alex gewinnt Germany's Next Topmodel. Warum eine Trans-Kommandeurin gegen die Bundeswehr klagt? Faustschlag ins Gesicht. Transfrau in Berliner Imbiss bespuckt und verletzt. Auf einmal super viele Artikel über Transmenschen. Überall. Woher kommen denn diese Selbst... Ganz kurze Info an alle da draußen. Trans ist ein Adjektiv und wird kleingeschrieben. Und das bedeutet trans kleingeschrieben und dann Frau. Trans kleingeschrieben und dann Mann. Trans Person. Es ist kein Substantiv. Das sind keine Transmenschen. Es beschreibt lediglich einen Zustand, so wie es Adjektive oft tun. Seltsame neue Obsession für Transmenschen. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Warum ist das so? Ich meine, wir sind doch das One-Love-Land Deutschland. One-Love. Bei uns wird Diversity nicht nur groß geschrieben, sondern sogar mit Ö. Hurra, hurra, wir fahren nach Katar. Oh Gott, Oliver Pocher ist so peinlich. Oh Gott. Ein Mensch, der seinen Ruf damit aufgebaut hat, sich über andere Menschen lustig zu machen. Und sehr gerne nach unten tritt. Und auch sehr bekannt dafür ist, sich ganz stark für die queere Community einzusetzen. Macht jetzt Werbung für die WM in Katar mit Pride-Flagge. Hurra, hurra. Oliver Pocher. Oliver Pocher, der wichtigste Vorkämpfer der queeren Community in Deutschland,
Hat völlig recht. Die Deutschlandfahne gehört ganz, ganz, ganz eng neben die Regenbogenflagge. Wir sind One Love. Wir sind LGBTQI. Und wer LGBT... Oh Mann, ich liebe das gerade. Ich finde das so toll. Das ist so wichtig, weil die ZDF-Magazin Royal und Jan Böhmermann erreichen so viele Menschen mit dieser Sendung. Ich finde es so wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich glaube, viele Menschen sagen das immer so im Nebensatz LGBTQI und wissen teilweise gar nicht, was das bedeutet. Allein schon sowas ist so wichtig, weil das Problem ist ja auch, dass die Aufklärungsarbeit von queeren Themen oft an Betroffenen selbst hängen bleibt. Dasselbe gilt fürs Thema Rassismus. Schwarze und POC klären nicht über Rassismus auf, weil sie Bock darauf haben, sondern weil sie es im Alltag erfahren und weil es meist der einzige Ausweg aus der Scheißsituation ist, Menschen zu sagen, ey, by the way, das ist rassistisch und das ist, warum es rassistisch ist. Und dasselbe ist hier ja auch. Und deswegen, ich glaube, allein schon diese psychische Ermüdung, das immer wieder erklären zu müssen, vielleicht die Menschen, die mir folgen, Analogie, Veganismus, wie anstrengend es ist, immer wieder dieselben Sachen erklären zu müssen. Und dabei ist es ja so, dass man nicht selber davon betroffen ist, also bei Veganismus, sondern es geht ja letztlich um Dritte. Und deswegen ist es so, so wichtig und deswegen rede ich auch immer wieder davon, dass wir Verbündete brauchen. Und in dieser Situation, jetzt solidarisiert sich Jan Böhmermann und das ZDF-Magazin Royal wirklich mit der queeren Community. Und das finde ich mega cool. LGBTQI ist, der ist eben auch T, also trans. Also was ist da jetzt los? Warum sind auf einmal Transmenschen so oft Thema in den Medien? Vielleicht klären wir zuerst mal, was trans ist. Es gibt da draußen ja immer noch ein paar dumme Wichser, die keine Ahnung haben. Transfrauen. Was sind eigentlich Transfrauen? Das sind Männer, die früher Frauen waren oder Frauen, die früher Männer waren? Transfrauen. Oder Frauen, die früher transsexuell waren. Also wenn ein Mann sich umoperieren lässt zu einer Frau, ist das dann eine Transfrau oder ein Transmann? Es ist gar nicht so kompliziert, du kleiner Hurensohn von 2016. Wow, ich muss ehrlich sagen, das finde ich einen richtig, richtig starken Move. Das ist von 2016, das ist ziemlich genau 6 Jahre her. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein mega starker Move, weil er damit allen sagt, ey, wisst ihr was, auch ich habe mich richtig scheiße und transfeindlich geäußert und auch ich kann meine Meinung ändern, ich kann reflektieren. Und das wiederum ist ein Spiegel dessen, was ich immer wieder betone, nämlich, dass wir alle diese Strukturen verinnerlicht haben. Wir alle haben transfeindliche, ich wiederhole mich, aber es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu, wir alle haben Queerfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus, Ableismus, Fettfeindlichkeit internalisiert. Das bedeutet, wir alle leben in einer Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist und somit können wir uns davon nicht freisprechen. Natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt richtige Scheißarschlöcher und es gibt Menschen, die unbewusst Sachen reproduzieren, dadurch anderen Menschen schaden, auch wenn sie das gar nicht wollen. Wenn wir das nicht anerkennen, dann schieben wir die Probleme auf die anderen, weil wir sagen, naja, ich liebe ja alle Menschen, ich sehe keine Hautfarbe. Er hat gerade diesen Move gemacht und ich finde das richtig cool, weil er damit ganz, ganz vielen Menschen zeigt, hey, wisst ihr was? Ich bin auch nicht perfekt und ich habe Scheiße gemacht und ich mache wahrscheinlich immer noch Scheiße, aber ich bin bereit zu lernen und ich bin bereit, auch zuzugeben, dass ich Kacke gemacht habe. So. No sex work shaming. Was die sexuelle Orientierung ist, das weiß ja inzwischen jeder. Jede. Oma da draußen, Opa, hallo, alle wissen, was die sexuelle Orientierung ist. Auf welches Geschlecht stehe ich? Auf Männer, auf Frauen, auf Menschen dazwischen oder außerhalb. Was ganz anderes ist die Geschlechtsidentität. Also nicht, auf wen stehe ich, sondern wie sehe ich mich selber? Was bin ich? Welches Geschlecht bin ich? Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Oder bin ich ein bisschen Mann und ein bisschen Frau? Oder ein bisschen Frau und ein bisschen Mann? Oder bin ich irgendwas dazwischen? Transgender. Oder will ich mit dem ganzen Scheiß vielleicht auch gar nichts zu tun haben? Non-binary. In dieser Flagge hier übrigens, da sind alle mit drin. Das ist auch eine echte, alle mit drin. Es gibt nur eine Flagge, die noch mehr Menschen einschließt als diese hier, nämlich diese hier. Denn wir in Deutschland wissen, genauso wie es ganz verschiedene sexuelle Orientierungen gibt, gibt es ganz viele verschiedene Geschlechter. Ich hatte übrigens gerade ein bisschen Gänsehaut, als er das erzählt hat, einfach weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass es jemals eine große Plattform gab wie diese, in der so über trans- und nicht-binäre Menschen gesprochen wurde. Ich habe wirklich... Geschlechtsidentitäten. Es gibt nun mal Menschen, die eine mehrdimensionalere Geschlechtsidentität haben als, keine Ahnung, der Sänger von Freiwill zum Beispiel. Und das ist auch im Grunde genommen ganz gut so. Kenn ich nicht. Ausgleich. Und wenn Ärztinnen oder Geburtshelfer einfach mal so Pi mal Daumen ein Geschlecht in die Geburtsurkunde eintragen, mit dem sich aber die Person, die es betrifft, nicht identifiziert. Also eigentlich muss man ja sagen, das, was wir bei der Geburt machen, ist eine Genitalzuweisung. Wir basieren das Geschlecht auf dem Genital, was wir sehen. Oh, das Baby hat einen Penis, es ist eine Junge. Das Baby hat eine Vulva, es ist eine Mädchen. Eigentlich ist es total weird, auch diese Gender-Reveal-Partys, die ja auch teilweise super gefährlich sind. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, hör mal, Leute. Dann spricht man von einer Transperson. Also es ist
ganz einfach eigentlich. Die Spielregeln von Looping Louis sind im Grunde genommen komplizierter. Und bei uns... Und nochmal ganz kurz. Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer. Das Wort trans muss nicht hervorgehoben oder erwähnt werden, wenn es nicht konkret relevant in einem bestimmten aktivistischen Kontext ist. Also, wenn es nicht explizit um die Transidentität der Person geht, reden wir von Frauen oder Männern oder eben nicht-binären Menschen. Bei uns... Bei uns im One Love Land Deutschland haben alle Menschen, egal mit welchen sexuellen Orientierungen oder mit welcher Geschlechtsidentität, die gleichen Rechte. Hit me, Grundi, hit me. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Genau. Jeder in Deutschland darf seine Persönlichkeit frei entfalten. Selbst wenn das dann so aussieht. Ready. Absolute Ruhe. Steady. Go. Freie Entfaltung, für Geld mache ich alles. Wow. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. We love to entertain you. Obwohl, freie Persönlichkeitsentfaltung, aber lieber bitte nicht für Transmenschen. Also in Deutschland gilt seit über 40 Jahren das sogenannte Transsexuellengesetz, um eine Namensänderung und den Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen in der Geburtsurkunde. Und das ist vom Verfassungsgericht mehrfach in unterschiedlichen Entscheidungen als verfassungswidrig eingestuft worden. Gemeint ist das sogenannte Transsexuellengesetz von 1981. Boah, es ist alt, es riecht. Auch da ist es ganz spannend, dass wir überhaupt von Transsexuellengesetz sprechen. Denn eigentlich ist es so, dass Trans, wie er schon am Anfang gesagt hat, keine Sexualität ist, keine sexuelle Orientierung, sondern eine sexuelle Identität. Das heißt, man spricht von Transgender. Das heißt, man spricht eigentlich von Transidentitäten oder Transgender. Und somit ist es eigentlich ein obsoleter alter Begriff. Aber das passt ja auch dazu, dass es so uralt ist. Es riecht alt, es sieht alt aus. Dem Transsexuellengesetz, den merkt man die 80er Jahre schon beim Namen an. Transsexuellengesetz. Bei Transmenschen geht es nicht um Sexualität, sondern um die Geschlechtsidentität. Das Transsexuellengesetz von 1981 ist das peinlichste Überbleibsel aus den 80ern seitdem hier. Was? What in the world is going on in this? Wie ist das entstanden, dieses Foto? Was ist... Warum? Ist das Foto echt? Ich dachte, das wäre ein Scherz. Sie hätten das einfach... What the fuck? Ist das echt? Warum? 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 Das Transsexuellengesetz von 1981 funktioniert im Prinzip so ein bisschen so für Transmenschen als, keine Ahnung, als ob man Hunger hat und jemand einem eine richtig schöne warme Decke zuwirft. Genau, es funktioniert gar nicht. Es funktioniert gar nicht. Also das Gesetz hat in der Vergangenheit verlangt, dass Transpersonen sich scheiden lassen mussten. Das ist vom Bundesverfassungsgericht 2008 gekippt worden. Außerdem wusste... Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste nicht, das ist wirklich krass. Ich wusste, dass Transmenschen sich extrem intimen und übergriffigen Fragen unterziehen mussten, die wenig Relevanz hatten und einfach unfassbar diskriminierend sind und auch klassistisch, weil man teilweise bis zu 4.000 Euro dafür zahlen musste, was absurd ist, vor allem wenn man überlegt, dass es um die eigene Identität geht. Und das Beste, was wir alle für Transmenschen machen können, ist zum einen ihre freie Entfaltung zu unterstützen und zum anderen Schutzräume zu erzeugen und vor allem gegen Diskriminierung zu arbeiten. Und das machen wir unter anderem übrigens auch mit Sichtbarkeit. Denn Sichtbarkeit schafft Normalität und Normalität hilft es, also neue Normalitäten helfen es, Diskriminierungserfahrungen zu reduzieren. Das ist natürlich ein komplexeres Thema, als jetzt die drei Sachen, die ich mal eben so rausgehauen habe, aber das sind schon mal ein paar. Dem mussten sie sich fortpflanzungsunfähig operieren lassen. Das war bis 2011 noch der Fall, wo das vom Verfassungsgericht gekippt wurde. Bis 2011 musste man sich, alter Schwede, Und das zeigt ja schon, wie demütigend dieses Verfahren ist. Das Transsexuellengesetz hat Menschen bis 2008 dazu gezwungen, sich scheiden zu lassen. Und bis 2011 mussten sich Transmenschen sogar zwangssterilisieren lassen. 2011? Das ist 11 Jahre her. So viel zum Thema, Deutschland ist ja so krass fortschrittlich. Per Gesetz zwangssterilisieren. Das zeigt übrigens auch bei mir wieder, auch ich, der sehr viele Transmenschen in seinem Freundinnenkreis hat, wie sehr wir trotzdem noch aus unserer eigenen Blase, aus ich zum Beispiel jetzt aus meiner Cis-Blase, die Welt sehe, dass ich sowas einfach auch noch nicht wusste. Sterilisieren. Bis ins Jahr 2011. Das ist noch nicht so lange her. Das ist das Jahr, in dem Tim Bensko eigentlich nur mal kurz die Welt retten wollte. Wichtige Teile dieses transsexuellen Gesetzes gelten übrigens bis heute. Danke für gar nichts, Tim Bensko. Bis heute entscheiden in Deutschland Gerichte darüber, ob Transmenschen ihre Persönlichkeit frei entfalten dürfen oder nicht. Und auch nur, wenn sie vorher psychologische Gutachten über sich ergehen lassen, in denen sie sowas gefragt werden. Welche sexuellen Vorlieben ich habe, welche...
Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil das ist ein Film von Sophia Emmerich. Das ist eine Freundin von mir, eine so tolle, wunderbare Fotografin. Guckt auf Instagram gerne bei mir vorbei. Sie hat mich auch schon mal fotografiert und ein kleines Video mit mir gemacht. Und sie setzt sich ganz, ganz viel ein, investiert auch wahnsinnig viel Zeit und eigenes Geld und Mühen in ihren Aktivismus und ihre Arbeit. Und sie hat ganz, ganz viel Liebe verdient. Welche Position ich beim Sex einnehme, welche Rolle im Sinne von aktiv oder passiv ich einnehme, ob ich nur auf einen bestimmten Personenkreis stehe. Wie das so abläuft, wie die Beziehung ist, ob man eine Beziehung hat. Das hier, meine Damen und Herren, ist ein Original-Fragebogen mit Fragen, die Transmenschen im psychologischen Gutachten gestellt werden können. Hier zum Beispiel, haben Sie sexuelle Wünsche nach Personen unter 16 Jahren? Was versucht man herauszufinden, ob jemand Michael Wendler ist oder was? Oder... Okay, das mit Michael Wendler, ich keine Ahnung, was das für eine Referenz ist. Aber ich finde es krass, weil ich sehe natürlich jetzt gerade die Fragen. Und das ist vor allem ein Narrativ, was natürlich sehr aus der rechten Szene kommt, dass schwule oder queere Menschen, Transmenschen, dass das mit Pädophilie gleichgesetzt wird. Und generell auch sehr sexualisiert wird. Also dass eine sexuelle Orientierung, aber auch Identität einfach wahnsinnig sexualisiert wird. Und das nutzt man dann, um zu sagen, wir müssen unsere Kinder schützen. Und wir alle wollen Kinder schützen. Das heißt, das ist einfach nur ein Instrument, die eigene scheiß Trans- und Queerfeindlichkeit zu verpacken. Und es ist zum Kotzen. Überlegt euch mal ganz kurz, stellt euch das mal vor. Könnt ihr nicht, aber versucht euch mal zumindest den Prozess vorzustellen. Ihr merkt irgendwann, okay, ich fühle mich nicht wohl, so wie ich bin. Meine Identität ist, ich bin kein Mann. Ich jetzt zum Beispiel. Ich bin kein Mann. Ich merke, ich bin eigentlich eine Frau. Und dieser Prozess allein schon ist wahnsinnig lang und schmerzhaft, weil wir in einer Welt leben, in der Transmenschen lange Zeit auch gar nicht existiert haben, nicht sichtbar gemacht wurden und wenn, dann unfassbar diskriminiert, stigmatisiert und kaum sichtbar. Und ich glaube, allein schon der Teil macht es einem enorm schwer, überhaupt ein Coming-out zu haben. Ich erinnere mich nur an mich und meinen Coming-out und ich habe ein ganzes Video dazu gemacht für alle Menschen. Das war, glaube ich, mein zweites oder drittes Video, was ich gemacht habe auf diesem Kanal und es sind ja inzwischen sehr, sehr viele Menschen dazugekommen. Also wenn ihr wollt, guckt euch das gerne an. Es ist sehr, sehr privat geworden, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Spiegel dessen, was viele Menschen durchmachen. Und ich weiß einfach noch, wie unfassbar krank und fremd und falsch ich mich gefühlt habe, weil einfach nirgendwo irgendjemand mir signalisiert hat in den Medien. Und das ist das Ding. Menschen sagen immer, ja, diese ganze Ideologie und uns wird irgendwie eine Meinung aufgezwungen und diese ganze trans- und queere Ideologie, dieses Brainwashing und Menschen merken gar nicht, dass die Welt, in der wir leben, uns die ganze Zeit überstülpt, wie wir zu sein haben, nämlich heterosexuell, weiß, dünn, durchtrainiert, ohne körperliche Behinderung, gerne auch männlich, Hautfarbe, Religion, ihr wisst schon, es herrschen so viele Schubladen und diese Schubladen finden wir überall wieder, in der Werbung, im Fernsehen, in Zeitschriften, in Lehrbüchern, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wo findet die eigentliche Indoktrination statt? Wieso wird nicht ein realistisches Bild dargestellt, vor allem von marginalisierten Menschen? Denn das würde am Ende dazu führen, dass wir wenigstens sichtbar sind und dass Menschen wissen, dass wir existieren. Denn die anderen Menschen, die sowieso schon existieren, die sehen wir jeden Tag überall. Würde Sie das sexuell erregen, wenn Sie sich vorstellen, mit einem Tier Sex zu haben? Oder erregt es Sie, wenn Sie mit bestimmten Kleidungsstücken Sex praktizieren würden? Ja, ich brauche einen Zylinder auf dem Kopf, ansonsten kriege ich keinen hoch. Oder würde es Sie sexuell erregen, wenn Sie sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit ausüben wollen? Das sind doch alles Fragen, die gehen niemandem was an. Fühlen Sie sich in der Fantasie von nackten Kindern sexuell erregt? Oh mein Gott. An, außer Jürgen Domian. Darf man... Oder hast du früher oder später auch masturbiert? Das sage ich nicht, Jürgen. Also hier nochmal zu diesen Fragen hier. Also ganz ehrlich, wie sehr die Leute, die diesen Fragebogen entwickelt haben, offenbar auf Sex fixiert sind. Die sollten sich schon mal fragen. Da sagt er übrigens nochmal was Wichtiges im Nebensatz. Die Leute, die diesen Fragebogen erstellt haben, das ist übrigens ein Teil dessen, was viele meinen, wenn wir über strukturelle Probleme sprechen. Strukturell bedeutet, dass alle Strukturen davon durchzogen sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass Menschen, die solche Fragebögen erstellen, selber gar nicht die Perspektive von Transmenschen haben oft. Dass die Perspektive von Transmenschen oder von queeren Menschen, von schwarzen Menschen sehr oft einfach nicht gesehen wird und nicht vorhanden ist. Und aus einer nicht betroffenen Perspektive dann dargestellt wird oder versucht wird zu verstehen, ich weiß es nicht. Und genau deswegen ist Sichtbarkeit ja so wichtig auf allen Ebenen. Und nicht eben nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Fragen. Würdest du eventuell sexuell erregen, psychologische Gutachten zu erstellen? Kann es eventuell sein? Erregt es sie, wenn man mit bestimmten Kleidungsstücken Sex praktizieren würde? Ja, ich werde nur richtig spitz, wenn ich mich in einen großen weißen Schuh reinsetze. Also bei mir ist es so, ich werde richtig erregt, wenn ich komplett angezogen bin beim Sex, ja.
Ob die beide auch eine großen weiße, also ob die auch große Socken getragen haben, auf jeden Fall, ob die da Socken anhaben. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das Transsexuellengesetz von 1981, Achtung Überleitung, liebe Radiomoderatorinnen, den Schuh will sich heute keiner mehr anziehen. Das will niemand mehr sehen. Das weiß inzwischen sogar unsere Ampelregierung. Die Ampel, die Pride Flag der kleinen Cis-Heden. Die Ampel. Die Ampel will das alte Transsexuellengesetz endlich abschaffen. Ist heute ein guter Tag? Heute ist ein guter Tag für Freiheit und Vielfalt in diesem Land. Wir schaffen ein neues Selbstbestimmungsgesetz und lösen damit endlich das diskriminierende, aber vor allen Dingen völlig veraltete Transsexuellengesetz ab. Wir garantieren damit freie Persönlichkeitsentfaltung. Sagt Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, während sie enthusiastisch ihre Persönlichkeit in die Kamera entfaltet. Das Transsexuellengesetz von 1981 geht, das neue, Achtung, Selbstbestimmungsgesetz kommt. Das neue Selbstbestimmungsgesetz, also soll kommen. Es soll unkomplizierter werden und weniger herabwürdigend werden für Transmenschen. Keine Gutachten mehr, keine Gerichtstermine mehr, selbstbestimmt, das neue. Und dabei ist ganz wichtig, es geht dabei nicht um die geschlechtsangleichende OP, es geht vor allem um die Namensänderung. Das neue Selbstbestimmungsgesetz kommt, wenn nichts dazwischen kommt. Aber ich meine, was sollte dazwischen kommen? Wer sollte was gegen Würde und gegen gleiche Rechte für alle haben, hm? Sehr viele Menschen aus der rechten Szene, die AfD und der Axel Springer Verlag. Haben, hm? Ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau und Gender ist Gaga. Transfrauen und biologische Frauen sind unterschiedliche Komponenten. Transmenschen. Das ist eine Kategorie, die so nicht existiert. Dass ein Hauruck Personenstands- oder Geschlechterwechsel durch eine kurze Meldung beim Standesamt, so wie es jetzt hier geplant ist, dazu führt, dass Männer plötzlich in Schutzräume für Frauen eindringen. Und ich liebe das, dass Cis-Männer, die sich wahrscheinlich ihre politische Karriere noch nie einen Scheiß darum gekehrt haben, sich für Schutzräume für Frauen einzusetzen, auf einmal sagen, ja, aber Schutzräume für Frauen, wenn es um Transmenschen geht. Wie verpackt man seine Transfeindlichkeit? Und inzwischen gibt es eine riesige Welle, sozusagen eine Transmode. Ich habe ein Riesenproblem mit diesem Narrativ. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum Menschen wie Beatrix von Storch noch überhaupt so eine Bühne gegeben wird. Es ist einfach so next level ekelerregend. Ich verstehe es einfach nicht. Alice Schwarzer hat zu ihrer Zeit vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sehr viel für den Feminismus getan. Inzwischen ist sie mehr als problematisch. Sie ist unfassbar transfeindlich. Sie ist extrem islamophob. Sie wettert ständig gegen SexarbeiterInnen. Ich muss das jetzt gar nicht ausführen. Ich weiß auch nicht, inwieweit er da gleich noch drauf eingehen wird. Aber ich möchte noch mal ganz kurz sagen, das Thema mit der Mode. Nicht nur bagatellisiert das sämtliche Erfahrungen, die Transmenschen durchmachen. Ich stelle mir gerade vor, alles, was ich euch eben erzählt habe, die Diskriminierungserfahrungen, die Menschen durchmachen, das Mobbing, die körperliche und psychische Gewalt, die Transmenschen erfahren, das Coming Out, das Verstoßen werden, überhaupt keine Räume haben, keine Sichtbarkeit haben. Und dann kommt noch on top, dass irgendwelche Menschen einem sagen, das, was du machst, ist ja Mode, dich gibt's eigentlich gar nicht. Du hast eigentlich nur einen Knall. Also, ihr findet das gerade cool, weil alle das gerade machen. Und ich denke mir einfach so, wie viel respektloser können Menschen eigentlich sein? Und wie wenig kann man sich auch nur ansatzweise damit auseinandergesetzt haben und überhaupt Interesse an einem Dialog haben? Es ist wirklich krass. Ah, très chic. Eine Transmode, sieht Alice Schwarzer. Die kommt aus Paris. Mhm. Wir sind nämlich, meine Damen und Herren, immer noch in Deutschland, dem Katar Mitteleuropas. Und es gibt hier sehr, sehr viele Menschen, deren Persönlichkeitsentfaltung darin besteht, anderen zu verbieten, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Auf einmal melden sich sehr laut sehr viele Leute, die was gegen Transmenschen haben. Nicht nur AfD-Faschos, sondern auch Alice Schwarzer. Solange man halt nicht ins eigene Weltbild passt, ne? Talkshow-Hopperin und früher mal Feminismus-Ikone, die alle unter 60 vor allem deswegen kennen, weil sie sich mit all ihrer Kraft wie eine Löwin dafür eingesetzt hat, dafür gekämpft hat, dass in Deutschland nicht nur Männer Steuer hinterziehen dürfen. Strafbefehl wegen Steuerbetrugs. Alice Schwarzer ist jetzt vorbestraft. Und wird morgen 80 Jahre alt übrigens. Steuerlich günstiger wäre es allerdings, wenn sie morgen ein gemeinnütziger, eingetragener Verein werden würde. Knickknack. Kleiner Spartipp vom ZDF-Magazin Royal zum Geburtstag. Happy Birthday, liebe Alice, und Grüße in den Frauenturm. Weiter ein glückliches Händchen für dein Fanmagazin Emma. Mittlerweile die Barbara, für alle, die Barbara nicht kennen. Die Emma.
Die Emma hetzt inzwischen regelmäßig gegen Transmenschen. Die Artikel wie zum Beispiel viele Geschlechter, das ist Unfug. Oder immer mehr Frauen werden Männer. Oder das ist so ekelhaft, wenn ich sowas lese. Was ist das denn? Oh, ekelhaft einfach. Oder Männer sind Frauen. Ich weiß auch immer nicht, wenn Menschen das freigeben und posten, ob den Menschen bewusst ist, dass sie damit aktiv dazu beitragen, dass Menschen psychisch krank werden oder worst case sich ihr Leben nehmen. Ist Menschen das bewusst, dass sie dazu beitragen, aktiv? Wir reden immer von einer Zeitschrift. Wir reden immer davon, dass Zeitschriften etwas machen. Die Bild hat das gemacht. Die Welt hat das gemacht. Die Emma hat das gemacht. Ist uns aber bewusst, wenn wir das sagen, dass da mehrere Menschen hinter sitzen, die Entscheidungen treffen, das lesen und freigeben und offensichtlich entweder nicht darüber reflektieren, was es für Konsequenzen hat, was ich schlimm finde, oder noch schlimmer darüber reflektieren und es trotzdem raushauen. Sind Frauen? Ach nee, das ist ein T-Shirt von Mario Barth. Aber es könnte auch so in der Warum Emma stehen. Den alles noch? Unter dem Deckmantel des Feminismus. Frauen wie Alice Schwarzer nennen wir woken Jugendlichen im ZDF übrigens TERFs. TERFs. Trans-Exclusional Radical Feminists. TERFs. Trans-exkludierende radikale Feministinnen. Ich weiß. Feministinnen. Ich weiß zwar nicht, was das mit Feminismus zu tun hat, wenn man Menschen ihre Existenz abspricht, aber ich bin auch kein Emma-Abonnent. Ja, vor allem, weil Transfrauen Frauen sind. Abonnent. Also TERFs. TERFs sind ziemlich unangenehme, sehr laute Leute. Yep. Schauen Sie nur mal in die Kommentare unter diesem YouTube-Video. Oder was hier rund um den Hashtag TERFs los ist. Bei Twitter oder bei Facebook oder bei Instagram. Gucken Sie einfach mal TERFs. Nicht zu verwechseln mit Turds, das ist Englisch für Scheißerhaufen. Wobei, obwohl können sie eigentlich ruhig verwechseln, weil Turds nutzen haufenweise scheiß Talking Points, um Hass zu schüren gegen Transmenschen. Hier, das zum Beispiel kennen wir ja schon. Trans ist jetzt Mode. Ja gut, für Alice Schwarzer ist erstmal alles Mode, was nach 1981 rausgekommen ist. Und natürlich, natürlich ist das Quatsch. Klar. Klar outen sich heute mehr Transmenschen als früher, aber das liegt nicht daran, dass sie dem coolen Trend hinterherlaufen, den man sich an- und ausziehen kann wie Mini-Ugg-Boots, sondern daran... Ugg-Boots sind unfassbar grausam, ne? Also darum geht's jetzt gerade gar nicht. Aber bitte, Leute, niemals Ugg-Boots kaufen. Niemals Ugg-Boots kaufen, auch keine Fake-Ugg-Boots, weil kein Mensch das am Ende unterscheiden kann und denkt, das ist cool, sowas zu tragen. Also es gibt etliche Videos davon. Schaut gerne mal auf Peter vorbei. Oder Jonas Ems hat ein Video dazu gemacht. Es ist so ekelhaft, was für ein extremes, immenses Leid hinter Ugg-Boots steckt. Also please, please, don't. Dass Aufklärung und Sichtbarkeit von Transmenschen dazu führen, dass Transmenschen weniger Angst haben, ihre Identität und Persönlichkeit frei zu entfalten. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre es beispielsweise abwegig anzunehmen, dass ein junger Mensch jemals durch zu viel Information zur Homosexualität verführt werden könnte. Dies ist bei einer Transidentität grundsätzlich nicht anders. Okay, trans... Die Annahme, dass eine Sexualität einfach nur das oder das sein kann, beziehungsweise noch schlimmer, dass sie ansteckt, das ist so absurd. Ich meine, wer sucht sich das denn freiwillig aus? Als ob ich freiwillig durch die Scheiße gegangen bin und mir denke, ja, nee, also die jahrelange Diskriminierung und den harten Selbsthass, der unfassbare Narben hinterlassen hat, den habe ich mir selber ausgesucht, weil ich bin morgen aufgestanden, bin erstmal auf dem Pott, hab richtig eine schöne Wurst raus, einen Turd rausgedrückt und danach habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, heute werde ich schwul. Ja, und andere so, nee, ich leg noch eine drauf. Ich werde trans heute. Ich werde heute trans und dann gehe ich jetzt gleich erstmal mir was bei Aldi kaufen. Okay, trans ist keine Mode. Come on, Turds, Turfs. Gib mir nochmal einen eurer Talking Points, bitte. Wir würden jedem Mann, der sich jetzt als Frau identifiziert, Zugang zu allen Frauenbereichen gewähren. Und wir sehen im Moment schon im internationalen Kontext einerseits ein Sicherheitsproblem, weil es natürlich auch, sagen wir mal, sensible Bereiche, also wo es auch Umkleideräume und so weiter, das heißt, es gibt keine Handhabe mehr. Brainstormt die Volksintellektuelle Birgit Kelle im Frauenschutzraum Nummer 1, Servus TV. Birgit, drei Sachen. Erstens, Transfrauen sind Frauen. Zweitens, ich weiß nicht, Birgit, hast du schon mal die Schlangen von den Frauentoiletten gesehen? Weil ich meine, wer läuft denn zum Standesamt, ändert seinen Geschlechtseintrag, damit er sich dann da anstellen kann? Und drittens, Birgit, Männer können Frauen sowieso schon überall belästigen und machen das auch. Und das ist das Spannende. Das ist halt so dieses typische Cherry-Picking, dass man sich Sachen raussucht, beziehungsweise eine Art von Framing eigentlich eher, indem man ein eigenes Narrativ sich überlegt und sagt, naja, also Männer sind ja eigentlich das Problem und da ich Transfrauen nicht als Frauen anerkenne, sondern sie einfach konsequent weiter Männer nenne, könnte ja theoretisch gesehen jetzt jeder einfach sagen, ja, ich gehe jetzt hier hin und ich bin jetzt einfach eine Frau und gehe jetzt einfach in eine Umkleide und belästige da Menschen. What the what einfach? Es geht mir immer nicht in den Kopf, was los ist mit diesen Menschen. Denken Menschen wirklich, dass das Problem ist, was uns gefährdet? Dass Menschen ihre Identität anpassen, um zu sagen, ja, eigentlich ist es für mich nur ein Vorwand, um endlich in die Frauenumkleide zu kommen und dort zu belästigen. Really? Das auch. Und Gewalt gegen Frauen findet meistens nicht in der Damenumkleide vom Aqualand statt, sondern zu Hause.
Also, come on, noch ein Turf-Talking-Point, come on, hit me. Übrigens, ein extrem wichtiger und guter Punkt, das ist wieder dieses typische eigentlich, man nutzt ein Thema wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder Gewalt gegenüber von Frauen und versucht es auf eine Art und Weise zu drehen, dass das eigene transfeindliche Narrativ passt. Denn wenn sie sich wirklich für Gewalt gegen Menschen einsetzen möchte, warum spricht sie nicht über Gewalt gegen Transmenschen? Denn das ist tatsächlich das eigentliche Problem. Come on, hit me. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Boah, diese Rede ist so unfassbar ekelhaft und ich, boah. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig. Wieso? Es gibt ja auch Leute, die im Bundestag als Politikerin geführt werden, obwohl die biologisch und juristisch Nazis. Eigentlich ein Nazi ja. sind. So. Transfrauen. Transfrauen wollen also nur Frauen sein, um von der Frauenquote zu profitieren. Warum das denn? Die Männerquote ist doch viel geiler. Egal wie dumm und unfähig ein Mann ist, dank der großzügigen Männerquote kommt er immer weiter als die qualifizierteste Frau. Die Männerquote ist viel geiler als die Frauenquote. Aber kurz eine andere Frage. Dankeschön. Woher hat die AfD eigentlich solche pfiffigen, transfeindlichen Argumente? Selbst Radikalfeministin Alice Schwarzer warnt vor einem Trans-Hype als Bedrohung weiblicher Selbstbestimmung. Ihre Zeitschrift Emma hat jüngst die Schicksale von Frauen, die durch Geschlechtsumwandlungen schwer gelitten haben, zum Schwerpunktthema gemacht. Ach, guck mal an, Nazis lesen und Nazis lesen Emma. Transfeindlichkeit, meine Damen und Herren, schweißt zusammen. Besonders beliebt ist Hetze gegen Transmenschen auf Facebook oder Twitter und Instagram. Hier, die Meeresbiologin und Twitter-Turf Marie-Louise Vollbrecht mit einem gestreamten Vortrag gegen Transmenschen. Bevor wir jetzt weitergucken, ich stand da gerade im Nebensatz, Menschen, die geschlechtsangleichende OPs machen und darunter extrem leiden. Es gibt ja so dieses typische, aber was ist, wenn mein Kind falsch liegt? Aber was ist, wenn es sich vertut? Und was an dieser Aussage oder diesem Narrativ so verkorkst ist, ist, dass wir erstmal davon ausgehen, dass unser Kind sich vertut und nicht erstmal davon ausgehen, dass unser Kind wahrscheinlich mit dem Gefühl richtig liegt. Denn das, was in beiden Fällen das absolut Sinnvollste ist, ist, das Kind zu unterstützen, fürs Kind da zu sein und alles zu tun und dem Kind Liebe zu geben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen retransitionen, liegt im geringen einstelligen Bereich. Und die Menschen, die tatsächlich retransitionen, machen das in der Regel aus Diskriminierungserfahrung heraus. Ich verlinke euch gerne mal ein Instagram-Reel dazu von einem sehr tollen Transmann, der viel Aktivismus macht und auch Studien dazu verlinkt hat. Menschen. Ja, Laien oder Menschen, die sich vielleicht jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen, dann ganz, ganz oft zu der, irgendwie diese Idee in den Kopf gesetzt bekommen, dass es, wenn wir Gender und Sex vermischen, dass es da irgendwie noch mehr als zwei gibt. Aber es gibt nicht mehr als zwei. Es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter, verbreitet Marie-Louise Vollbrecht im Netz. Dass sie dafür die Zeit hat, die promoviert doch eigentlich gerade über elektrische Fische. Naja, aber ich sag mal, Moment. Moment, Marie-Louise, ich heiße Jan. So bin ich geboren nun mal. Marie-Louise, es gibt keine zwei Vornamen. Es gibt nur einen Vornamen, also Marie oder Luise. Entscheiden Sie sich. Oder geht's der Meereselektrikerin Marie oder Luise Vollbrecht gar nicht wirklich um Wissenschaft, sondern bloß darum, gegen Transmenschen zu hetzen? Weil natürlich ist es längst wissenschaftlicher Konsens, es gibt sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter. Nur weiblich und männlich ist zu wenig. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. In der Biologie ist das inzwischen anerkannt. Transmenschen waren immer schon da, wie Schwule oder wie Lesben, Bisexuelle oder Heteros. Es gibt mehr als zwei biologische Geschlechter. Die Frauenquote hat mit Transmenschen überhaupt nichts zu tun. Kommen wir also zur wichtigsten Frage. Warum? Warum stehen Alice Schwarzer, TERFs, Rechtskonservative Seite an Seite mit AfD-Faschos und Nazis, wenn es gegen Transmenschen geht? Weil, meine Damen und Herren, Transmenschen allein durch ihre Existenz deren kleine Welt zum Einsturz bringen. Denn Transmenschen müssen ihren eigenen Regeln folgen, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Und diese Regeln sind ganz verschieden und individuell. Und das passt nicht in die Gedankenwelt von TERFs und Nazis. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich glaube, für viele Menschen ist es einfach eine Bedrohung. Je mehr Menschen sich frei entfalten in einer Gesellschaft, die es uns sehr schwer macht, sich frei zu entfalten, desto mehr sehen wir sie als Bedrohung an unsere eigene Existenz. Vielleicht macht es uns auch Angst. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel selber
selber reflektiere und sehe, wie Menschen um mich rum mich teilweise auch inspirieren. Man kann es natürlich als Inspiration oder Bedrohung sehen, aber wenn ich jetzt, und das habe ich schon mal gesagt, über Avi spreche, meine Kollegin von Queer Eye Germany, dann bin ich immer wieder erstaunt darüber, wie sie sich frei entfaltet und wie sie trotz der Diskriminierungserfahrung, ob sie jetzt beworfen, angespuckt, angeglotzt oder beleidigt wird, online oder offline, immer weitermacht und trotzdem sich so treu bleibt und so einen Scheiß drauf gibt, was andere Menschen von ihr denken. Ich glaube, das ist schon bedrohlich für andere Menschen. Ich muss sagen, mich hat es inspiriert, weil ich so gedacht habe, was sind eigentlich die Grenzen? Inwieweit bin ich selber total festgefahren in meinen Verhaltensmustern, in den Art und Weise, wie ich mich kleide, wie ich mich gebe? Das bedeutet nicht, dass wir das alle müssen und sind. Aber es führt halt bei mir zum Beispiel dazu, dass ich mich frage, bin ich so, wie ich bin, weil ich so sein möchte oder weil ich mich schützen möchte oder weil ich es so gelernt habe? Inwieweit zum Beispiel gerade Cis-Männer, so krass festgefahren sind in dem, was sie machen müssen, wie sie sich verhalten müssen, wie sie aussehen müssen, wie sie sich bewegen müssen, dass ein Mann Nagellack tragen kann oder auch mal Röcke oder High Heels, ohne dabei direkt schwul zu sein, queer zu sein, das kommt für die meisten gar nicht in Frage. Und die Menschen, die queer sind, sind diejenigen, die sich auch eher ausprobieren, das zu machen, weil es eben mehr Menschen in der Queer-Community gibt, die diesen Raum bieten, sich zu entfalten. Nazis, weil TERFs und Nazis haben es leicht. Die können einfach an irgendwas glauben. An Ali Schwarzer oder an Gott oder an Deutschland oder an sonst irgendwas. Nur wenn Transmenschen falsch sind, können die von Storchs und Schwarzers richtig sein. Und darum, um das mal auszusprechen, nicht trans sein ist Mode, sondern Transfeindlichkeit. Und wie zu jedem guten Modetrend gehören Influencerinnen und Sponsoren dazu. Hier zum Beispiel die russischen Oligarchen Wladimir Jakunin und Konstantin Malufeev. Der russische Jonathan Frakes. Ah. Hier, diese beiden Buddies. Zwei Buddies von ihm hier. Diese beiden Oligarchen und ihr Hintermann haben bis 2018 rund 100... Komisch, man hat fast das Gefühl, dass da so ein Muster ist und dass so patriarchale Machtstrukturen und weiße heterosexuelle Cis-Männer ganz oft irgendwie in Positionen sind, in denen sie ihre Macht ausüben und ihr Weltbild über andere stülpen. Nee, das ist nur meine Queer-Ideologie. 188 Millionen Dollar für Anti-Gender- und Anti-Trans-Kampagnen nach Europa gepumpt. Weil diese beiden Russen wissen, mit Transfeindlichkeit kann man bei uns hier im freien Westen prima Trottel, TERFs und Nazis mobilisieren und so die liberale Demokratie anschließen. Und das ist am Ende immer gut für Putins Russland. 188 Millionen Dollar aus Russland für Anti-Trans- und Anti-Gender-Kampagnen in Europa. Warum denn? Also ganz schön viel Geld. Warum eigentlich? Warum so viel Geld? Ich meine, man braucht doch bloß Mike Krüger und Ella endlich ein paar gemütliche Kinosessel hinstellen. Ich trage Lederkluft und einen Teddycoat. Meine Haare, die sind lila und mein Mund ist rot. Ich bin ein Pansexueller, nicht binärer Mann. Again. Warum kann Humor nicht nach oben treten? Warum muss Humor nach unten treten? Warum sitzen da weiße heterosexuelle Cis-Männer und eine Frau, oder zumindest so gelesen gleich so wirkend, ich kann das ja nicht erahnen, aber zumindest so sehr angepasst, dass man es vermuten würde, die sich über marginalisierte und diskriminierte Menschen lustig machen. Das ist übrigens nach unten treten. Nach oben treten wäre zum Beispiel, sich über Nazis lustig zu machen, über PolitikerInnen lustig zu machen, die ausbeuten, also die Menschen, die Macht ausüben, lustig zu machen. Das finde ich irgendwie ein stärkeren Move als das Bedürfnis, Menschen, die sowieso schon Diskriminierung erfahren, für eigene Witze zu nutzen, um das eigene Narrativ zu pushen und irgendwie witzig zu sein, weil natürlich die Mehrheitsgesellschaft sich so denkt, oh mein Gott, das ist so witzig, endlich spricht mal wieder jemand aus, wie nervig diese ganze Kacke ist. Diese ganzen Gender und links-woke Trans-Mode, das ist auch alles, ja, super witzig. Ja, krass, ich finde es auch echt mega witzig, wie hoch die Rate an Mobbing und psychischen Erkrankungen und Suizid ist. Super witzig. Ja, gut. Aber Humor darf ja bekanntlicherweise alles, ne? Alle Sänger und Innen wollen mit mir gehen. Vielleicht checken wir es mal, ob wir uns verstehen. Am besten wir fangen gleich mal mit dem Gender an. Sagst du auch SalzstreuerInnen? Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Oh Gott, das ist so traurig. Ella, endlich sag's mal einer. Haha, Mein Gott, mein RTL, mein Gott, ist das jetzt dieses neue Image? Eine große Geldgeberin für Anti-Trans-Kampagnen ist auch die ADF.
die AfD. Das ist kein Tippfehler der AfD, aber im Grunde ziemlich ähnlich. Die Alliance Defending Freedom aus den USA steckte bis 2018 über 23 Millionen Dollar, unter anderem in den Kampf gegen Transmenschen, in Spots wie den hier. Da haben wir übrigens auch wieder ein Muster, dass natürlich Menschen in Machtpositionen oft weiße heterosexuelle Cis-Männer sind und die wiederum sehr, sehr viel Geld und Ressourcen haben, viel mehr als zum Beispiel die sogenannte Trans-Lobby, die es natürlich nicht gibt. Und somit wir von vornherein ein komplettes Ungleichgewicht haben, wie auch vorher schon, aber Menschen sich so sehr bedroht fühlen, dass sie das Gefühl haben, nö, da muss ich jetzt auch nochmal ordentlich Geld raushauen. Stellt euch mal vor, dass es wirklich eine Trans-Lobby gäbe und die hätten dieselben Ressourcen, dann würde die das natürlich auch versuchen zu nutzen. Deswegen, again, sind wir alle in der Queer-Community oder alle, die marginalisiert, diskriminiert sind, auf Solidarität von anderen hingewiesen. Ideen hier. Should a school-age girl or angewiesen, nicht hingewiesen, or a grown woman be forced to give up her privacy in a locker room because a biological man identifying as a woman wants to change there? Ah, ja, genau, das Umkleidekabinen-Argument. Meine Damen und Herren, wenn Sie in der letzten Zeit irgendwann mal, ohne zu wissen warum, angefangen haben zu denken, Momentchen mal, irgendwas stimmt nicht mit diesen Transmenschen und diesem Gender, dann sind sie wahrscheinlich Opfer von Framing geworden. Framing durch diese Leute hier, die ADF. Bei der ADF ist Sophia Kubi ein ganz hohes Tier und schon in der zweiten Generation transfeindlich, weil auch ihre Mutter Gabi Kubi, oh, schöner Schal, ist schon eine besonders engagierte Antitransaktivistin. Sie schreibt für Nazi-Blogs wie die Freie Welt. Es ist unter jungen Mädchen der Hype erzeugt worden, dass ein Geschlechtswechsel ihre Probleme lösen würde, was eine Lüge ist. Ah ja, das TERF-Argument. Es ist kein Geschlechtswechsel, ne? Nur noch mal zur Information, das ist wichtig in der Sprache, es ist eine Geschlechtsangleichung. Argument von der Transmode, da ist es wieder. Sowas steht in die freie Welt. Und wer hat die freie Welt gegründet? Ah, mein Gott, das Ehepaar von Storch. Moment mal, wenn ich das Bild sehe, drängt sich mir eine Frage auf. Erregt es Sie, wenn Sie mit bestimmten Kleidungsstücken Sex praktizieren würden? Offene Frage, Sie können einfach die von Storchs. Gott sei Dank habe ich heute noch nichts gegessen, sonst wird es jetzt hochkommen. Die einzige Familie, bei der es an Weihnachten keinen Streit gibt, weil sich alle einig sind, die Ausländer sind schuld. Oder Transmenschen, Hauptsache irgendeine Minderheit. Wenn es um Hass und Hetze gegen Transmenschen geht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das vorher beim Ehepaar. Ist schon spannend, was er gerade so im Nebensatz sagt, dass es ganz oft so ist, dass Menschen nur, immer, konstant, egal wo man sie sieht, immer nur die Schuld bei anderen suchen. Ich war ja vor einiger Zeit bei der Sterndiskothek dabei, wo es ums Thema Cancel Culture ging. Und da war Frau Löwenherz, also Leonie, dabei, die natürlich viele Sachen kritisiert hat, die von dem CDU-Politiker kamen. Und am Ende durften Publikumsfragen gestellt werden. Und ich schwöre euch, Leute, ich habe mich selten so unwohl in einem Publikum gefühlt, weil das Publikum ungefähr so aussah wie dieses Bild. Und es ist, glaube ich, innerhalb der ersten Minuten das N-Wort gefallen. Es sind, also es war wirklich so schlimm. Es wurden schwulenfeindliche Sachen gesagt. Und dann wurde Leonie gefragt, Sie sind ja hier die ganze Zeit am Belehren. Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal hinterfragt? Und Leonie hat dazu gesagt, naja, ehrlich gesagt, jeden Tag. Meine Arbeit bringt das automatisch mit sich. Und das ist ja bei mir auch so. Ich kriege auch jeden Tag irgendwelche Nachrichten, fast jeden Tag, in denen mir Leute sagen, dass ich etwas besser machen könnte, anders machen sollte. Und das ist natürlich nicht immer so, dass ich dem zustimme. Aber trotzdem habe ich es gelernt, in einer Welt zu leben, in der ich mich sowieso selber schon hinterfrage, mein Leben lang schon hinterfragt habe, dass ich nicht nur selbstkritisch bin, sondern teilweise selbstdestruktiv bin. Und immer erstmal den Fehler, in der Regel erstmal den Fehler bei mir suche, anstelle von, die anderen sind schuld. Und interessanterweise sind die Leute, die ganz, ganz oben in der Privilegienpyramide unterwegs sind, diejenigen, die am meisten den Fehler bei anderen suchen. Woher beim Ehepaar von Storch über den Schreibtisch gegangen ist. Hier zum Beispiel Beatrice von Storchs liebe Bekannte Hedwig Freifrau von Beverförde. Hedwig Freifrau von Beverförde. Darf man überhaupt so viele Namen haben? Das würde ich jetzt einfach mal absprechen. Mit der teilt Beatrice von Storch ihre zwei großen Leidenschaften. Hass auf alles, was nicht ist wie Schale. Sie. Und richtig schöne Schals. Schale. Der deutsche Hassadel. Auch Hedwig Freifrau von Beverförde ist mittendrin im mysteriösen Arschlochnetzwerk. Die organisiert die Demo für alle, die gar keine Demo für alle ist, sondern eigentlich eine Demo für Arschlöcher gegen Transmenschen. Weswegen auch Birgit Kelle da gerne mal auf 3 bis 4 problematische Nebensätze vorbeischaut. Hedwig Flixbus von Beverförde hat sogar orange Busse angemietet, hier, um in ganz Deutschland Werbung zu machen für Hass gegen Transmenschen. Schauen Sie mal. Jungs sind Jungs, Mädchen sind Mädchen, Ehe bleibt Ehe. Ja, wunderbar, schön. In Deutschland gilt die Meinungsfreiheit. Ich finde es übrigens spannend, dass es erlaubt ist, diskriminierende Kackscheiße auf Busse drucken zu lassen unter dem Deckmantel von Meinungsfreiheit. Denn diskriminierende Aussagen sind keine Meinung. Es ist, wenn ich sage, ich finde Schwule und Ausländer scheiße, ist das keine Meinung.
Das ist einfach fucking diskriminierend. Und das sorgt dafür, dass Menschen Konsequenzen davon tragen. Schwere Konsequenzen. Wir leben in einem Land, in dem das anscheinend noch erlaubt ist. Und das, was die Menschen mit Meinungsfreiheit versuchen zu machen, ist, sich selber als Opfer zu inszenieren und sagen, eigentlich bin ich das Opfer, weil ich werde ständig gecancelt. Man darf nämlich gar nichts mehr sagen. Egal, was man sagt, man wird sofort gecancelt. Es ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich bin eigentlich das Opfer, obwohl ich diskriminierende Kackscheiße gesagt habe, bin aber der Ansicht, dass das nur eine Meinung ist. Finde es auch nicht okay, wenn Gegenwind kommt zu meiner Meinung. Schauen Sie mal. Das ist ein echter Bus, der durch Deutschland fuhr. Jungs sind Jungs, Mädchen sind Mädchen, Ehe bleibt Ehe und Brian bleibt Adams. Lass dich nicht verunsichern. Und diese orangen Hassbusse sind wiederum eine große Kollaboration mit einer spanischen Stiftung namens Citizen Go, die sich auf Transhass im Internet spezialisiert hat. Nein, zum Transhype per Gesetz. Bei Citizen Go wiederum hat der russische Jonathan Frakes seine Finger im Spiel. Moment mal. Ich glaube, mir ist da gerade was unglaublich Mysteriöses aufgefallen. Wenn Sie bereit sind, Ihren Blickwinkel zu ändern, werden Sie die Wahrheit herausfinden. Nehmen Sie dieses Porträt eines Clowns. Um 90 Grad gedreht erkennen Sie einen ganzen Zirkus. Liebe sowas. Ja, jetzt sehe ich es völlig klar. Meine Damen und Herren, es gibt seit Jahren ein riesiges, super gut organisiertes und großzügig finanziertes internationales Arschlochnetzwerk, das gezielte Kampagnen gegen Transmenschen fährt. Und am Ende passiert dann eben das. Transfeindliche Attacke in der Frankfurter Innenstadt. Angriff im Berliner Friseursalon. Jugendlicher bedroht Transfrau mit Pflasterstein. Transperson zündet sich auf dem Alexanderplatz an. Getöteter Transmann Malte C. Wieder die Queerfeindlichkeit. In Bremen. Angriff auf Transfrau mit Reizgas. Transmädchen in Herne fast totgeprügelt. Grab von Transfrau Ella Nick Bayern geschändet. Alles Meldungen aus den letzten... Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich habe gerade komplett Gänsehaut, weil... In mir löst es ganz viel aus, weil ich manchmal so verzweifelt in dieser Welt bin, weil ich nicht verstehen kann, dass Menschen sich so wenig Gedanken darüber machen, was ihre Worte und ihre ekelhafte Scheiße für Konsequenzen für echte Menschen hat. Und dass selbst wenn man dieses Video sieht, ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Leute, die so scheiße sind und die TERFs, die werden weiterhin TERFs sein, die werden durch dieses Video nicht ihre Ansichten ändern und ihre transfeindliche Kacke beiseite legen. Das schaffen wir tatsächlich nur, indem Menschen, die vielleicht zu wenig darüber wissen, Menschen, die sagen, sie lieben alle Menschen, haben sich aber noch nie damit auseinandergesetzt, Menschen, die vielleicht unbewusst queer- oder transfeindliche Dinge reproduzieren, die brauchen wir als Verbündete. Das ist genau das, was am Ende dafür sorgen wird, dass mehr Menschen darüber sprechen, mehr Menschen darüber aufklären und mehr Menschen ein Bewusstsein dafür schaffen, was eigentlich dahinter steckt und was es bedeutet, eine verbündete Person zu sein, was für Konsequenzen das hat, was für Konsequenzen Sprache auch für Transmenschen hat, was für Konsequenzen Sichtbarkeit für marginalisierte Menschen hat. In den letzten 2 Jahren. Organisierte Hetze führt zu Gewalt und Tod. Ein oranges Arschlochnetzwerk arbeitet mit... Ich habe auch ein Video darüber gemacht, das ist total wichtig, fällt mir gerade ein, wie man eine verbündete Person sein kann. Auch das kann ich euch gerne nochmal verlinken. Das lässt sich total gut auf all diese Diskriminierungsthemen übertragen. Und jeder Mensch von euch, der Interesse daran hat, ich würde mich mega freuen, wenn ihr das Video guckt, weil wirklich da sehr viele Sachen genannt werden, was jeder einzelne Mensch tun kann, um eine verbündete Person zu sein. Arbeitet mit allen Mitteln dafür, dass die Situation für Transmenschen nicht nur so beschissen bleibt, wie sie ist, sondern dass Gewalt gegen Transmenschen sogar zunimmt. Dabei geht es am Ende gar nicht darum, ob man versteht oder nachfühlen kann, was Transsein ist oder bedeutet, denn es gibt Transmenschen. Genau wie es Beatrice von Storch gibt, oder? Ist es nicht spannend, dass die AfD immer sich Sorgen um Menschen macht und Sorgen darum hat, dass Menschen was passiert, weil Trans-Ideologie, weil Queer-Ideologie, weil irgendwas Fashion oder Mode ist und dabei gar nicht merkt, dass sie selber dafür verantwortlich ist, dass Menschen sich ihr Leben nehmen, dass Menschen attackiert und umgebracht werden? Gibt oder Ali Schwarzer. Aber anders als Ali Schwarzer und Beatrice von Storch schränken Transmenschen nicht die Rechte anderer Menschen ein und haben deswegen ein Recht auf die gleichen Rechte wie alle anderen und sollten sie so schnell wie möglich auch endlich mal bekommen. Meine Güte, One Love. Hä? Irgendwie ein weirdes Ende. Ich war gerade so ein bisschen, wird das mitten im Satz abgebrochen? Ja, danke ZDF Magazin Royal für dieses Video. Da waren sehr, sehr viele, sehr wichtige Sachen drin. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem auch nochmal gefallen hat mit meinen Kommentaren. Tut mir den Gefallen, befasst euch mit dem Thema, seid offen dafür. Und ich freue mich natürlich wie immer über ein bisschen Support im Sinne von ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, ein Like dalassen, einen Kommentar dalassen, wo ihr schreibt, hallo Algorithmus, hallo Johannes, hallo Aljoscha. Und wenn ihr TERF seid oder Alice Schwarzer oder Beatrix von Storch, dann könnt ihr euch safe von meinem Kanal ver...
Und das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Töhe.